Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, viele denken sich so, oh mein Gott, du lebst noch, weil ich so lange keine Videos gemacht habe, aber jetzt kommt endlich etwas. Jedoch hat es leider einen Grund, wieso so lange nichts kam. Vielleicht kennt der ein oder andere noch das Pferd Cookie, das Schulpferd, was mittlerweile auch kein Schulpferd mehr ist. Aus vielen, vielen Gründen. Ich verlinke euch mal das Video in der Infobox. Ja, ich bin von ihm gestürzt und musste sogar ins Krankenhaus. Und vor einem Monat hatte ich mich entschieden, ihn wieder zu reiten, um einfach meine Angst zu überwinden. Und dann ist es leider wieder passiert. Ich hatte an dem Tag ein Video aufgenommen und das werde ich euch jetzt zeigen. Deshalb kam ein Monat lang oder über einen Monat lang kein Video, weil ich die ganze Zeit im Krankenhaus lag, die ganze Zeit nicht reiten konnte und einen scheiß Sommer hatte. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Bei dem Video hatte ich auch einen Anfang gedreht, den werde ich jetzt aber rausschneiden, da ich ihn jetzt nicht doppelt drehen möchte. Also geht's dann gleich mit Putzen und Reiten los. Wo auch übrigens der Sturz zu sehen ist. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier zur Koppel gelaufen und da seht ihr schon den Cookie neben dem Brownie, seinem Kumpel. Ja, dann ist er auch zu mir gelaufen und ich dachte, oh, wie süß, hat mich schon mega gefreut. Hier zur Angewöhnung, damit ich meine Angst so ein bisschen überwinde, habe ich ihn noch ein bisschen gestreichelt. Ja, ich lag schon mal im Krankenhaus wegen ihm und zu dem Zeitpunkt wusste ich das ja noch nicht, dass ich nochmal im Krankenhaus wegen ihm liegen werde. Und ja, ich dachte, das wird alles gut und ich bin wirklich ganz in aller Ruhe an diese Sache rangegangen. Ich war wirklich sehr aufgeregt, weil ihr wisst schon, ich verlinke euch das Video in der Infobox. Der erste Sturz auf ihm war auch schon gefilmt und ich hatte dann wirklich Panik vor diesem Pferd tatsächlich. Und ihr wisst auch, ich habe echt jetzt lange, 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 lange gebraucht, bis ich mich jetzt wieder auf das Pferd drauf traue. Ja, und dann habe ich ihn fertig gemacht, gesattelt, wie ihr sehen könnt. Hier ist meine Mama nochmal zu mir gekommen, hat mir noch ein bisschen gut zugeredet und mir dann draufgeholfen. Es war wirklich ein sehr, sehr krasser Moment, dann wieder nach einiger Zeit auf diesem Pferd drauf zu sein. Und dann sind wir auch schon losgeritten. Ihr vielleicht auch merkt, hat das hier schon nicht so ganz gestimmt. Also es war so ein bisschen stutzig. Also ich habe mich nicht so ganz wohl gefühlt. Und er war auch irgendwie so ein bisschen, ja, ihr seht, der Schritt, das ist nicht so ein richtig gutes Grundtempo, sondern eher so ein bisschen, ja, Unsicherheit. Ja, es war wirklich ein bisschen schwierig. Ich habe mich versucht, wirklich, ja, versucht, meine Angst zu verstecken, aber das Pferd spürt es dann natürlich trotzdem. Hier habe ich sogar die Kamera angemacht auf dem Pferd von der Reitersicht. Alles super, alle sind glücklich. Ja, ich natürlich aufgeregt. Trotzdem war ich sehr erleichtert, dass ich es jetzt drauf geschafft habe und dass er es so brav mitmacht und war eigentlich zufrieden. Ja, hier könnt ihr ganz gut sehen, wir sind angetrabt. Auch so ein bisschen stutzig, so ein bisschen, ja, so vor sich hin trabend. Ja, nicht so arbeitsmäßig, sondern Hauptsache der trabt so ein bisschen. Hat ganz gut geklappt. Hier seht ihr, ist er ein bisschen schneller geworden. Da habe ich auch ein bisschen Schiss bekommen, aber ich habe es akzeptiert. Ja, und dann habe ich mich auch schon getraut anzugaloppieren. Dann sind wir auch ein paar Runden galoppiert, Schritt ein bisschen dazwischen gegangen. Wieder Trab, hat alles gut geklappt. Bis dann das hier passiert ist. Er ist durchgegangen, ihr seht, ich bin total nach vorne geplumpst. Hier ist er einfach ein bisschen durchgegangen, alles in Slow-Mo. Ich hang schon halb im Sattel, wie man sehen kann. Ich war echt glücklich, dass ich mich gerade noch so halte. Jetzt habt ihr aber gesehen, was passiert ist. Er hat doch so einen kleinen Tretan danach gemacht, was ich so frech finde. Ich verstehe nicht, wieso er sowas machen kann. Ja, hier ist er ausgerutscht. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Es war wahrscheinlich, weil der Boden so ein bisschen nass noch war, weil es nämlich geregnet hatte, ein paar Stunden zuvor. Er ist selbst runtergefallen. Meine Freundin rennt zu mir. Sie hat mich nämlich gefilmt. Alle fix und fertig deshalb. 8 Minuten später, natürlich wurde der Krankenwagen gerufen. 8 Minuten später kam der Krankenwagen auch. Ich wurde dann gleich mitgenommen ins Krankenhaus. Alles verlief super schnell. Ich weiß auch nicht mehr, wie es an dem Tag war. Nur durch dieses Bildmaterial kann ich mich erinnern.
Suzuki ist dann weggerannt nach dem Sturz und er wurde dann bei seinem Kumpel wiedergefunden mit einer kaputten Trense. Mir ging's scheiße, ich war im Krankenhaus. Ich hatte ein gebrochenes Knie, einen geprellten bzw. angerissenen Ellenbogen und Unterarm. Außerdem war mein Helm komplett kaputt und ich habe auch ein paar Kratzwunden am Hals und am Kopf. Durch diesen Tritt ist dann das alles noch ein bisschen passiert. Cookie geht's übrigens gut. Er ist ja gestürzt, aber ihm ging's gut. Der Arzt war dann auch da für ihn. Ihm ging's gut. Würdet ihr euch nochmal auf dieses Pferd rauftrauen oder nicht? Schreibt's mir mal in die Kommentare rein. Mir geht's jetzt auf jeden Fall wieder gut und ich werde jetzt wieder anfangen, Videos zu drehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.